Bevor wir anfangen, habe ich erstmal eine Frage, die könnt ihr ganz einfach mit Handzeichen beantworten. Bei euch jetzt gerade im Leben, wer möchte Veränderung? Okay. Und jetzt die zweite Frage dazu. Wer ist bereit, selber was zu verändern? Oh, okay. Okay, ist hier anders. Im Normalfall ist es immer so, dass alle die Arme hochreißen, ich möchte Veränderung. Und wenn dann die Frage ist, wer möchte was verändern, ist vielleicht noch ein Bruchteil da. Ihr seid vielleicht jetzt schon motiviert, vielleicht brauche ich auch gar nicht so viel sagen heute. Okay, habe ich jetzt nicht gerechnet, nein. Der Punkt ist bei mir, ich möchte heute ein bisschen mehr über Veränderung reden, weil bei Veränderung, wie ich bereits sagte, ist ja der Hauptpunkt eigentlich, wie ich bereits sagte, Veränderung, eigentlich will jeder Veränderung. Jeder möchte, dass irgendwas besser ist oder dass er, ein ganz kleines Beispiel, als man immer so Ziele hat, ich möchte mich gesünder ernähren, ich möchte mehr Sport machen, ich möchte mehr Bibel lesen, ich möchte früher aufstehen. Ich habe mir auch mal Ziele gesetzt, aber das funktioniert bei mir auch nicht mit dem Aufstehen. Jeder hat ja so Ziele. Ich möchte eigentlich was verändern, aber diesen Schritt, sage ich mal, auch, sage ich mal, aktiv dann immer ins Fitnessstudio zu gehen oder mal auf die Schokolade zu verzichten oder bei mir einen Wecker früher zu stellen, ist dann auch immer wieder so ein Hindernis, wo man sagt, eigentlich, ich will es schon verändern, aber richtig Lust, den Aufwand dafür zu betreiben, habe ich nicht. Bei Veränderung ist immer so ein Punkt, weiß ich nicht, wo wir Menschen immer zwei Probleme immer haben. Der eine Punkt ist, dass man für Veränderungen sich erstmal eingestehen muss, dass etwas nicht so läuft, wie es eigentlich gerne hätte. Weil sonst, wenn es nicht so wäre, würde ich ja nichts verändern wollen. Wenn ich mit allem zufrieden bin, brauche ich auch nichts zu verändern. Und das ist ja dieser erste Schritt. Wir brauchen bei Veränderungen diesen Mut zu sagen, so wie der aktuelle Zustand ist, möchte ich ihn eigentlich nicht weiter haben. Und entweder möchten wir es uns nicht eingestehen, weil es sagt, wir haben bisher was falsch gemacht, oder weil es oft dieses, wenn wir jetzt zum Beispiel bei meinem Wecker sind, dieser Punkt, ich investiere weniger, als ich eigentlich könnte und mache immer nur so das Nötigste, um durchzukommen. Jeder, der mal Abi gemacht hat, weiß, wovon ich rede. Sehr gut. Die Frage ist, warum ich über Veränderung, warum sollten wir Veränderung wollen? Wo brauchen wir Veränderung, gerade auch im geistlichen Leben? Und gerade in den letzten Wochen, als wir die Serien hatten, radikale Nächstenliebe, oder als wir auch die hatten, Kirche als Geschenk für die Stadt. In beiden Serien ging es eigentlich nur um ein Thema. Wie diene ich der Stadt? Wie diene ich meinem Umfeld? Wie kann ich Nächstenliebe, so wie sie mich von Jesus begeistert, wie kann ich die am besten weitergeben? Wie kann ich, was heißt besser werden? Das heißt, wie kann ich effizienter werden? Wie kann ich Leute noch mehr für das begeistern, was mich begeistert? Für die Leute, die wir uns bereits für Jesus entschieden haben, wenn wir uns Christen nennen, also gehe ich jetzt mal von meiner Position aus, wenn ich sage, ich bin Christ, meine ich damit nicht, dass ich Teil einer Kirche bin, bin ich zwar auch, aber ich bin nicht Christ, weil ich Teil einer Kirche bin, ich nenne mich Christ, weil ich Christus nachfolge, mich an Christus orientiere und ihm nachrenne. Als Christen haben wir uns eigentlich dafür entschieden, mich hat etwas so begeistert, dass ich anderen davon erzählen möchte, nicht aus einem religiösen Zwang, weil irgendwo steht in der Bibel, geht in alle Welt und verkündigt das Evangelium. Ich mache das nicht, weil das da drin steht, sondern ich mache das, weil es mich selber so begeistert, dass ich sage, ich möchte anderen davon erzählen, ich möchte anderen einfach das mitteilen, was mich erfüllt hat, das, was mir quasi das Loch im Herzen gestillt hat. Als Christ sind wir irgendwann an diesen Punkt gekommen, meistens so, wo man sich danach können, dann taufen lässt, wo man sagt, ich habe verstanden, dass ich einzigartig geschaffen bin. Da ist jemand, der das ganze Universum geschaffen hat mit einem Plan, der mich einzigartig geschaffen hat in meinem Aussehen, in meiner Begabung. Er hat speziell ausgewählt, wer meine Eltern sein werden, wer mein Umfeld sein wird. Er hat all das um mich herum geschaffen. Und wie eine Schneeflocke bin ich davon einmal auf der ganzen Welt, so wie ich bin, zu haben. Gleichzeitig haben wir auch verstanden, dass all das Geschenk nur aus Liebe ist. Gott hätte uns nicht erschaffen müssen. Er hat, sag ich mal, mit der Dreieinigkeit, sag ich mal, eh schon Beziehungen. Er hätte uns nicht gebraucht. Aber Gott hat sich entschieden, ey, ich möchte die Menschen erschaffen und noch mehr, ich möchte Gemeinschaft mit ihnen haben. Ich möchte sie nicht als meine Diener, als meine Sklaven erschaffen und sagen, hier, wenn ich mal irgendwas zu tun haben will, mach mal was. Er möchte einfach Gemeinschaft mit uns haben und liebt uns so sehr. Als wir Christen wurden, haben wir gesagt, dieser Punkt, dass wir das verstanden haben, wir sind erschaffen, einzigartig, wir sind geliebt, ohne irgendwie irgendwas dafür getan zu haben. Allein, wir wurden unfassbar reich beschenkt. Sei es mit der Liebe, sei es da die Tatsache, dass wir leben, dass wir
Eltern haben, dass wir ein geniales Umfeld haben. Was heißt geniales Umfeld? Das ist auch mir relativ, bei manchen denken sich vielleicht bei ihrem Umfeld, ja, hätte auch besser sein können, weil wir schnell den Fokus verlieren, wofür wir eigentlich dankbar sein können. Aber all diese Geschenke bekommen wir, ohne sie verdient zu haben, stellen dann fest, dass wir uns eigentlich am Anfang gegen Jesus entschieden haben. Und jetzt, viele fragen sich jetzt wahrscheinlich, wo habe ich mich denn am Anfang gegen Jesus entschieden? Ich habe jetzt, vielleicht sind sie auch im christlichen Haushalt aufgewachsen und haben nie wirklich gesagt, ich möchte weg von Jesus. Du brauchst es gar nicht ausgesagt zu haben. Jedes Mal, wenn du quasi sagst, oder dein Leben egoistisch und ich-zentriert lebst und einfach sagst, ich möchte ohne dich was machen, ich möchte einfach das machen, was ich will und mich von Gott distanzieren, hast du quasi indirekt auch gesagt, ich möchte ohne dich leben, Gott. Jedes Mal, wenn wir unsere Mitmenschen verletzt haben, haben wir automatisch auch Gott verletzt, weil es seine Kinder sind, die er aus freiem Willen geschaffen hat, die er genauso liebt, wie er uns liebt. Und als wir Christen wurden, haben wir auch dann diesen Moment verstanden, dass er uns so sehr geliebt hat, dass er quasi all die Verfehlungen, all die Verletzungen, die wir ihn angetan haben, vergeben hat. Er hat quasi die Bestrafung, die wir für unsere Verfehlungen, für all die Verletzungen, die wir ihm angetan haben, hat er auf sich genommen, einfach weil er gesagt hat, ich liebe dich so sehr, ich habe dich geschaffen. Und egal, wie oft du mich hier noch verletzt, wie oft du mich wegstößt, egal, wie oft du mir sagst, du willst eigentlich nichts mit mir zu tun, eigentlich, ich liebe dich und ich will mit dir Beziehung haben. Und ja, du hättest, eigentlich müsstest du bestraft werden für das, was du tun hast, aber ich zahle den Preis dafür. Und du kannst einfach so zu mir kommen, wie du bist. Das ist es, was mich begeistert. Das ist das, warum ich Christ bin. Und das ist es, was ich eigentlich weitergeben möchte. Einfach diese Tatsache, dass jeder Mensch, so wie er geschaffen ist, geliebt ist von Gott, bedingungslos. Und darum drehten sich auch die letzten beiden Serien, die wir hatten. Sowohl bei radikaler Nächstenliebe als auch Kirche als Geschenk für die Stadt ging es nicht darum, wie setze ich das um, was in der Bibel steht, weil es ein Zwang ist, sondern wie schaffe ich diese Liebe, diese Begeisterung, wie bei einem guten Film, wie schaffe ich diese Begeisterung zu teilen und Leuten zu sagen, ey, da ist jemand, der liebt dich so sehr, das kannst du eigentlich gar nicht in Worte fassen. Und wenn ich jetzt wieder frage, warum, wo brauche ich da Veränderung? Bei der Veränderung ist bei mir immer die Frage, wie schaffe ich es effizienter, noch effektiver, diese Liebe wiederzuspiegeln, diese Liebe, die ich erfahren habe, weiterzugeben. Und gerade bei dieser Veränderung kommt dann ein Punkt, ich fange mal lieber mit einer Bibelstelle an, in Galater 5, Vers 16 bis 18. Ich will damit nur sagen, lasst den Geist Gottes euer Leben bestimmen, dann könnt ihr den Begierden in euch widerstehen. Denn die menschliche Natur widerstrebt dem Geist Gottes und der Geist Gottes ebenso der menschlichen Natur. Beide stehen gegeneinander, damit ihr nicht einfach macht, was ihr wollt. Wenn ihr aber vom Geist Gottes geführt werdet, steht ihr nicht mehr unter dem Gesetz. Diese menschliche Natur ist dieser Reflex bei Veränderung zu sagen, eigentlich bin ich zufrieden mit all dem, was ich haben will und möchte eigentlich auch wenig Kritik zulassen. Ich möchte mir jetzt nicht unbedingt von jedem sagen lassen, ey, an dem Punkt könntest du eigentlich mehr machen oder an dem Punkt hast du in der Art und Weise, wie ich zum Beispiel predige, ist es auch anfangs echt schwer gewesen zu sagen, ey, so wie du es machst, ist es eigentlich nicht gut. Fehler zu hören ist nicht angenehm und unsere menschliche Natur ist es immer erstmal, das wegzuschieben. Entweder zu sagen, du hast Unrecht oder es zu relativieren und zu sagen, ja, das machen ja alle so und besser kann ich es halt auch nicht. Ich habe es auch gar nicht probiert. Einfach, so wie es gerade ist, bin ich eigentlich zufrieden und ich möchte eigentlich auch gar nicht mehr machen, um aus diesem Trott rauszukommen. Aber wenn ich Jesus ähnlicher werden will, und das ist mein, da geht es im Galater weiter, ich lasse es jetzt mal nicht von der Wand ablesen, sondern mach's hier. Es heißt im Galater 5, Vers 22, was die Früchte des Geistes sind. Also quasi, wenn ich Jesus widerspiegeln will, was die Früchte dessen sind, wie ich es am besten schaffe, wenn ich mit dem Heiligen Geist, also mich von dem kontrollieren lasse und nicht von meiner Natur immer Kritik abzuwälzen und eigentlich, ich bin zufrieden, wie ich bin, dann heißt es, die Frucht, die der Geist wachsen lässt, ist Liebe, ist Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Diese Früchte bringt der Heilige Geist vor. Quasi das, wenn ich Jesus effektiver oder effizienter den Leuten bringen möchte, wenn ich sie näher an Jesus führen möchte, ist das Teil meines Charakters. Aber um diese Früchte zu bekommen, brauche ich Veränderung. Und da brauche ich auch den Mut, Kritik anzunehmen und mal zu sagen,
okay, an dem Punkt bin ich vielleicht wirklich ein bisschen faul. In dem Punkt, ist es bei mir zum Beispiel anfangs gewesen in der Predigt, bin ich oft zu radikal, ein bisschen zu direkt und ein bisschen zu vulgär in meiner Sprache auch. Dass es die Leute zum Beispiel nicht das rüberbringt, was eigentlich sein soll. Und der zweite Punkt, der bei Veränderung immer ein großes Problem ist, ist Angst. Rick Warren hat mal ein Zitat gebracht, in dem er gesagt hat, quasi, es gibt kein Wachstum ohne Veränderung, es gibt keine Veränderung ohne Verlust und es gibt keinen Verlust ohne Schmerz. Wachstum ohne Veränderung ist ja, und warum gibt es keine Veränderung ohne Schmerz? Veränderung heißt, du musst ein altes Verhalten, eine alte Sache loslassen, damit du überhaupt eine neue da ersetzen kannst. Und wenn du diese alte Sache loslässt, ist es erstmal mit Schmerz verbunden, weil du musst erstmal diesen Schritt wagen, dich von dem zu trennen. Das, was immer deine Gewohnheit war, die Art, wie ich predige, die Art, wie du deinen Morgen startest und auch, oder sag ich mal, dieses gemütlich auf der Couch schwimmen. Oder wenn du in einer Art des Streites, wie du mit den Leuten reagierst, hast du erstmal so eine naturgegebene Art, entweder stur zu stellen. Bei mir ist es dann eher so, um die, den anderen, sag ich mal, unterbewusst zu verletzen. Du hast eine Reaktion, die eher ist, den anderen auch weh zu tun, als mit Liebe zu reagieren. Und dieses Verhalten abzugeben, das, was du immer gewohnt bist, ist am Anfang immer schwer. Selbst wenn du kannst noch so viel wissen, dass es gut und richtig ist. Es ist am Anfang schwer, dieses alte Verhalten abzulegen und was Neues wirklich anzunehmen. Ob die Kritik von jemand anders zu haben oder vom Heiligen Geist, ist dabei egal. Es ist immer schwer, was Altes wirklich liegen zu lassen und wegzulassen. Und ich habe bei mir mal eine Geschichte, weil wir gerade, weil Romina schon gesagt hat, ich gehe nach Simbabwe, ist auch so ein Punkt, wo bei mir Veränderung nötig war. Als ich mit dem Abitur fertig war, habe ich erstmal ein Jahr im Bundesfreiwilligendienst im ICF Tempelhof gemacht und in der Zeit habe ich viel für mich gelernt, konnte auch meine Vision, sage ich mal, klarer finden. Meine Vision ist es, ich möchte von Ort zu Ort ziehen, egal wohin, von Gott gebraucht werden, einfach diese Liebe, die ich erfahren habe, weiterbringen. Ich möchte Leuten erzählen, wie sehr sie von Jesus geliebt sind. Und da konnte ich meine Vision einfach festigen und dachte mir danach, okay, habe ich und jetzt kann ich einfach studieren gehen. Und leider gab es dann, was heißt leider, im Nachhinein bin ich dankbar, gab es so Leute wie Andi und Martin, die immer wieder auf mich zugekommen sind und gesagt haben, ey, so ein Auslandsjahr würde dir eigentlich gut tun, dass du einfach mal ein bisschen mehr lernst und auch mal ein bisschen mehr Erfahrung auch außerhalb sammelst. Und ich war halt immer so phlegmatisch und habe mir gedacht, ja, also das, was ich im Ausland lernen kann, kann ich ja eigentlich auch hier lernen. Dafür muss ich jetzt nur nicht irgendwie rausgehen. Und habe das dann halt immer abgewatscht, wenn die gekommen sind. Und die haben mich halt schon in meinem Bundesfreiwilligendienst und auch danach immer im bestimmten Abstand kam entweder Martin auf mich zu oder Andi und hat mir immer gesagt, ey, du musst mal ins Ausland gehen eigentlich. Und es hat mich einfach nicht losgelassen. Ich habe mich irgendwann dann gefragt nach dem Gottesdienst, was ist, wenn Gott die beide eigentlich gebrauchen will, um mir wirklich mal den Tritt in die richtige Richtung zu geben. Aber richtig Lust hatte ich halt auch nicht drauf, weil ich eigentlich auch Angst hatte, weil ich hatte bereits mein Studium begonnen und es hieß, ich muss mein Studium unterbrechen, eigentlich alles hinwerfen, um irgendwo hinzufahren. Ich hatte schon im Hintergedanken diese Zweifel, ja, was ist, wenn ich dann hingehe und es eigentlich nichts bringt und ich jetzt nichts groß Neues lerne. Und dann habe ich das Gebet dann mir so formuliert, dass ich mir eigentlich alles zurechtgelegt habe, dass Gott keine Chance hat. Weil ich habe im Unterbewusstsein schon ein Gefühl gehabt, scheiße, Gott will mich bestimmt irgendwo hinschicken. Und ich habe dann gesagt, Sonntag nach dem Gottesdienst war ich zu Hause, Gott, wir machen das jetzt so, wenn du bis morgen jemanden zu mir schickst, der nicht Andi oder Martin ist, aber ich habe gleich die rausgenommen, die es immer ansprechen, der mir sagt, ich soll ins Ausland gehen und dann natürlich den richtigen Kontinent und das Land mir gibt, dann gehe ich hin. Also ich habe ihm wenig Zeit gegeben und ich habe die einzigen Leute, die es mal ansprechen, gleich eliminiert gesagt, also wenn du es wirklich willst, dann musst du schon da überall rumschiffen. Das Problem ist, dass es für Gott kein Problem ist, wenn er es wirklich will. Und der hat nicht mal bis morgen früh gewartet, der hat innerhalb von 2 Stunden, hat mich dann ein Typ auf Facebook einfach angeschrieben, aus Simbabwe. Und wir sind wir haben eigentlich angefangen über Planet Shakers zu reden, das ist eine Band, eine Worship-Band aus Australien, die ich eigentlich sehr gut finde. Und wir sind ins Gespräch gekommen über Gemeinde, über die Probleme, die es in Simbabwe gibt und dass sie da dringend Leute brauchen, die schon mal in der Jugend gearbeitet haben, weil die wirklich Jugendarbeit aufmachen wollen, weil die da sehr viele Probleme haben, dass die Jugendlichen keine Zukunft wirklich haben und da oft in so Drogensucht abrutschen. Und er hat halt auch gesagt, dass sie da viel Missionseinsätze machen und Gemeindearbeit und der hat nicht, also es ist jetzt nichts, was Hochspirituelles, dass er gesagt hat, Gott hat mir gesagt, du sollst nach Simbabwe gehen, das gab's nicht. Aber ich wusste in dem Moment, Gott hat genau das gemacht, warum ich ihn gebeten habe.
Und dann war für mich dann der Punkt, wo ich sagen muss, okay, ich will auch meine Vision, ich möchte mehr lernen, ich möchte schon lernen, wie ich dein Evangelium besser verkünden kann. Und ich möchte auch Leuten, so wie du einfach, wenn dich jemand darum gebeten hat zu helfen, einfach auch da sind, denen das tun, was du mich beigebracht hast. Und dieses, was mich so begeistert an Jesus, möchte ich eigentlich auch weitergeben. Und nachdem der Typ mich auch noch eingeladen hat, nach Simbabwe zu kommen, musste ich dann quasi alles über den Haufen werfen, mit Studium erstmal ein Urlaubssemester, meine Arbeit erstmal hinschmeißen und eigentlich alles über Bord geworfen. Aber ich weiß, dass Jesus das wirklich braucht und genutzt hat. Und ich weiß auch, dass er Andi und Marty damals gebraucht hat, um mir den Tritt in die richtige Richtung zu geben. Ich glaube, wir kennen das alle, dass wir manchmal bei Veränderungen so einen Punkt haben, dass wir wissen, eigentlich wäre es gut, an der Persönlichkeit bei mir oder an der Sache, wie ich meine Teams leite oder wie ich auf Arbeit mit Menschen umgehe, dass wir eigentlich denken, eigentlich brauche ich Veränderung. Aber unterbewusst haben wir auch immer diese Angst, was ist, wenn ich mein altes Verhalten quasi loslasse oder hier in dem Fall meinen alten Standort, die ganze Arbeit investiere und es eigentlich für nichts ist. Was ist, wenn ich die ganze Zeit probiere, was zu verändern, es kommt gar keine Veränderung. Wenn ich das alles umsonst mache. Und in der Bibel habe ich letztens, ich habe mich jetzt viel mit Exodus beschäftigt, da haben wir, das Volk Israel ist halt genauso, hat auch diese Zweifel immer. Das Volk Israel war in der Zeit in Ägypten einfach versklavt. Die mussten für die Ägypter arbeiten, auf niedrigstem Niveau, und irgendwann findest du dich halt damit ab. Die Sklaverei wird keiner über gejubelt haben, aber wenn du es halt über Generation für Generation da drin lebst, gewöhnst du dich dran. Und Moses bekommt dann den Auftrag von Gott, zum Pharao zu gehen und ihm zu bitten, quasi ein gesamtes Volk ziehen zu lassen, rausziehen zu lassen, damit die Gott anbeten können. Und Gott sagt ihm dazu im 2. Mose 6, Vers 1, da sagte Jahwe zu Moses, jetzt wirst du erleben, was ich mit dem Pharao machen werde. Eine starke Hand wird ihn zwingen, sie ziehen zu lassen. Ja, er wird sie sogar aus seinem Land fortjagen. Und 2. Mose 5 geht es dann weiter. Auch das Stöhnen der Israeliten, die von Ägypten wie Sklaven behandelt werden, habe ich gehört. Da habe ich an meinen Bund gedacht. Sagt deshalb zu den Israeliten, ich bin Jahwe, ich befreie euch von der Zwangsarbeit für die Ägypter. Ich rette euch aus der Sklaverei. Mit starker Hand und durch große Strafgerichte werde ich euch erlösen. Ich nehme euch als mein Volk an und werde euer Gott sein. Ihr sollt erkennen, dass ich Jahwe bin, euer Gott, der euch von der Zwangsarbeit für die Ägypter befreit hat. Ich bringe euch in das Land, das ich Abraham, Isaak und Jakob unter Eid versprochen habe und gebe es euch zum Bleiben der Besitz. Also, der Punkt ist, er gibt quasi wieder ein Versprechen auf Veränderung. Das Problem ist, Mose muss dafür zum Pharao gehen und muss mit dem sprechen. Und jeder, der die Bibel schon mal gelesen hat, kommen dann auch die 10 Plagen. Und das Problem ist, dass in der Anfangszeit die Israeliten immer weiter knechtet. Und die Arbeit sich eigentlich eher verschlimmert und ihnen teilweise sogar das Material wirkend, um da Ziegel zu formen. Manchmal bist du in dieser Form, du lässt quasi los von dem Alten und sagst, nein, ich bin nicht mehr zufrieden mit dieser Sklaverei, mir wurde mehr versprochen und ich will das auch haben. Und in diesem Moment ist Mose in der schlimmsten Phase, die es gibt bei Veränderung, wenn du das Alte losgelassen hast, aber noch nicht bei dem Neuen angekommen bist. Also das Alte quasi hat sich losgelöst von diesem Gedanken, wir leben jetzt hier einfach in der Sklaverei, ist halt so dumm gelaufen. Und er wartet aber auf dieses Versprechen, ich möchte in das Land, was er mir versprochen hat, ich möchte raus von den Ägyptern, möchte endlich in das Land, was uns gehört. Er ist nicht im Land angekommen, hat aber schon von der Sklaverei losgelassen. Und das ist der unangenehmste Moment, wenn du die ganze Zeit immer beim Pharao vorsprechen musst, das Volk es natürlich mitbekommt und es sich nichts verändert. Wenn Veränderungen dir zugesagt wurden, du bist bereits auf den Weg gegangen und du denkst, es verändert sich nichts. Und ich möchte uns einfach ermutigen, heute wirklich diese Angst ein bisschen loszulassen. Wenn wir Jesus ähnlicher werden wollen, brauchen wir den Glauben, dass Gott größer ist als unsere Angst. Wir haben die Angst immer, in jeder Veränderung, dass Gott nicht zu dem steht, was er uns versprochen hat. Dass Gott, wenn wir trotzdem wir alle Arbeit investiert haben, nicht uns das gibt, was wir eigentlich erwarten, was er uns versprochen hat. Aber ich möchte euch ermutigen, gerade bei diesem Punkt, an all das zu denken, wo Gott dir schon Zusagen gegeben hat und es vor allem auch erfüllt hat. Und an das zu sehen, was er in der Bibel versprochen hat. Gott ist treu. Jahwe heißt ja, ich bin der ich bin.
von ich werde immer derselbe sein. Wenn ich dir was zusage, wenn ich sie damals gehalten habe, werde ich auch immer wieder zu meinen Zusagen stehen. Wenn wir Jesus ähnlicher wollen, brauchen wir den Glauben, dass Gott genau wie damals immer zu dem steht, was er gesagt hat, und damit größer ist als unsere Angst. Unsere menschliche Natur will immer wieder sagen, es lohnt sich nicht, wirklich die Veränderung anzunehmen. Dieser Aufwand ist zu groß. Am Ende klappt es vielleicht doch nicht und vor allem nicht so perfekt, wie ich es mir ausmale. Am besten lassen wir es lieber sein, bevor ich noch enttäuscht werde. Aber ich möchte euch ermutigen, es lohnt sich so sehr. Ich bin noch nicht mal in Zimbabwe, ich hab gar keine Ahnung. Ich könnte jetzt auch sagen, ja, wahrscheinlich, vielleicht geht in Zimbabwe auch alles schief und ich erfahre gar nichts und lerne überhaupt nichts und komme komplett demotiviert zurück. Aber ich bin zurzeit wirklich in der Stimmung, dass ich wirklich eine Zuversicht habe. Ich glaube, dass Gott mich nicht umsonst dahin schickt. Und ich möchte euch ermutigen, dass wenn ihr in diesem Punkt gerade seid, dass ihr bereits eine Veränderung angefangen habt und noch nicht die Früchte seht, die ihr eigentlich haben wollt, dass ihr daran festhaltet und daran glaubt, dass Gott euch das geben wird. Gott hat euch zugesagt, dass er zu dem stehen wird. Und 2. Korinther, Vers 2, Vers 14, Gott sei Dank, der uns immer im Triumphzug von Christus mitführt und durch uns an allen Orten den Duft von der Erkenntnis des Christus verbreitet. Es steht, der uns immer im Triumphzug. Das heißt, jedes Mal, wenn wir mit Gott gehen, werden wir erfolgreich sein. Es ist ein Triumphzug. Da ist nicht eine Option, ob da mit Gott in der Niederlage zu landen. Wenn Gott dir was verspricht, dann wird er es auch erfüllen. Wenn Gott sagt, du sollst etwas verändern in deinem Leben, sagt er das nicht, weil er denkt, dass du es nicht schaffen kannst, sondern er weiß, wenn du dich dafür entscheidest, für die Veränderung, wenn du dich dafür entscheidest, den Aufwand aufzunehmen, wird er dich zu diesem Erfolg führen. Vielleicht nicht in dem Zeitplan, den du dir vorstellst, aber am Ende wirst du immer im Triumphzug von Jesus mitlaufen. Ich möchte uns wirklich ermutigen, wenn wir wieder merken, dass diese Angst uns kontrolliert, wenn wir merken, dass wieder wir Zweifel haben, ob es lohnt, diese Veränderung anzugehen, ob in einer Persönlichkeit, im Job oder irgendwo hinzugehen. Wenn Gott etwas bei dir anspricht, entweder indem er direkt zu dir spricht oder Leute zu dir schickt. Sobald du weißt, dass es von Gott ist, möchte ich dich ermutigen, nimm den Mut und traue dich, diese Veränderung anzugehen. Gott hat jedes Versprechen, das er dir gegeben hat, möchte er erfüllen. Jedes Versprechen wird er in einem Triumphzug beenden. Und ich möchte euch jetzt, vor allem, ich habe jetzt den letzten Song, der jetzt kommen wird, wird nicht von der Band kommen, aber dieser Song sagt genau das aus, was das Thema dieser Predigt. Es geht in diesem Song nur darum, dass wir, auch wenn wir noch nicht sehen, dass diese Veränderung sich erfüllt hat, wir das Vertrauen haben, dass Gott zu dem steht, was er gesagt hat. In der Bibel gibt es eine Geschichte, wo Josua um die Stadt Jericho herumläuft, weil Gott ihm zugesagt hat, dass er diese Stadt einreißen wird. Und Josua ist es auch nicht so gewesen. Er ist einmal rumgegangen und hat sich gedacht, Mensch, warum ist die Mauer nicht eingefallen? Dass man gleich beim ersten Schritt wieder umdreht und sagt, okay, dann lasse ich es sein. Sondern er ist so lange rumgegangen, wie Gott es ihm gesagt hat. Und Gott das getan hat, was ihm versprochen hat. Und Gott hat am Ende ihm die Stadt gegeben. Gott, ich möchte dich bitten, dass wir uns für Veränderung entscheiden. Ich möchte dich bitten, dass wir uns trauen, nee, dass wir einfach dich vertrauen, Gott. Dass wir einfach daran festhalten, was du gesagt hast. Du möchtest uns das, was du uns zugesagt hast, erfüllen. Und du wirst es tun, so wie du es immer getan hast. Gott, bitte, schieb uns in die richtige Richtung. Lass uns verändern, damit wir dich besser darstellen können der Welt und Leuten zeigen können, wie sehr wir dich lieben. Amen.